Jo, so, geht alles? Ja. Hossa! Und damit auf in die letzte und vielleicht schon ein klein wenig verschlafene Runde unseres verrückten Mittwochs. Ja, so langsam aber sicher kommt wieder Normalität bei uns in die Hütte rein. Wie man ja gesehen hat, hat Chris Heavy Rain gespielt, dass er eher so ein bisschen schweremütig war. Danach hat Tamara erst zu spät gekommen, dann die Zeit überzogen. Dafür gibt es als Strafe das Knastzimmer. Nein, jetzt gibt es noch die dritte Runde mit uns, der Bagger-Crew und Resident Evil. Ja, ein Herz für Omis. Ja, die Omi lebt noch, was man von Mama und Papa aber nicht mehr sagen kann. Den Papa habe ich ja gut zersägt und die Mama habe ich auf den Grill geschmissen. Und heute ist der Bruder dran. Den nehme ich mal ganz hart ran. Was hat er mir denn angetan? Nun, er hat sich an meine Frau rangeschmissen. Und dafür wird ihm jetzt ins Gesicht geschönredet. Mit meiner Knarre. Einen viel mittlerweile. Ja, das war so. Ich habe dich erwartet. Hallöchen, Senpai. Aminachu ist auch drin, schnell. Der Chef. Die Doki ist da. Ich hoffe, Ramwa ist noch nicht eingeschlafen. Hallöchen. Und wer ist denn noch? Raidman ist drinne, der lurkt, Hallöchen, der Alex auch. Ich sag mal trotzdem zu den Lurkern Hallöchen. Und der YouTuber, also du, ist auch mit von der Partie. Hallöchen. Noch nicht, nein. Okay, keine Sorge. Glaub mir, spätestens beim ersten Kreischer seid ihr wieder da. Gut. Wie gesagt, zusammengefasst haben wir das, was wir jetzt erleben dürfen. Sprich, ich scheiß mir gleich in die Hosen. Deswegen würde ich sagen, wir fackeln da nicht so lang. Und dann rufe ich mal den Fackelmann. Und wir starten direkt ins Spiel. Ja. Weil wir haben ja doch schon sehr viel Zeit verstreichen lassen. Deswegen auf ins Getümmel zum Haus, das Verrückte macht. Oder Tote. Gerne beides. Keine Sorge, Chef, dich feuern wir nicht. Da gibt es andere Kandidaten, die eher auf der Liste stehen. Hä? Da. Genau. Hier waren wir ja stehen geblieben. Und unsere Aufgabe beim letzten Mal war es, diese zwei Zugangskarten zu besorgen, welche wir auch mit Bravour geholt haben. Einziger Nachteil, wir haben wieder unsere Muni verballert. Und mittlerweile sind unsere Freunde von der Schwarzfront auch da und meinen uns gern zu haben. Vor allen Dingen gern anzuknabbern. Ja. Das ist ernst gemeint. Wegen 3 Cent wurde Chris Leitung blockiert. Da kannst du ein dickes Hallöchen an Vodafone senden. Welcome to Paradise. Da. Mindestens hat es mal aufgehört zu regnen und daher würde ich sagen, gehen mal ins Paradise. Besser gesagt, wir haben ja beim letzten Mal durch das Video ja schon feststellen dürfen, wir gehen nicht nur ins Paradies, sondern in den wunderbaren Testraum von GLaDOS, beziehungsweise von dieser Jacob. Also Jacobs, jetzt mal Ende. Und machen ein Let's Play! Hallo. Moment. Hallo, Chris. Ich weiß nicht, ob du mich kennst, aber das spielt auch keine Rolle. Ich kenne dich und ich weiß, was du getan hast. Ich würde sagen, es ist Zeit. Lass uns doch ein Spiel zusammenspielen. Geil. Let's play. Ja, let's play together. Mit den Verrückten und... Was?
Mach mal einen Witz dazu für einen Trailer. Naja, Chris, würde ich gerne machen. Aber ich habe leider kein Foto von dir. Sonst hätte ich gesagt, hier hast du deinen Witz. Daher würde ich sagen, wir spielen ein Spiel. Moment. Hallo, Chris. Es wird Zeit, Rechnungen zu begleichen. Und nun spielen wir ein Spiel zusammen. Ich habe nämlich auf dich gewartet. Wir haben dich jetzt im Bett. Okay, spätestens jetzt können wir ein Let's Play Together machen. Das ist doch geil. Ich meine, guckt mal. Let's Play. Unser Hütchen haben wir auch. Ich meine, es sieht doch fast so aus wie bei euch. Ja, genau so kann man sich das Studio von Chris und Tamara vorstellen. Genau so. Daher würde ich sagen, wir setzen uns einfach mal hin und fühlen uns heimelisch. Heimlich. Na. Jetzt versprach der Vogel und flog in den Ventilator. Aber auch ein Geschenk für dich. Eine 9 mm. Steht dein Name drauf. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Joey ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Endlich möchte ich nur meine Freundin haben, mit ihr einen ruhigen Abend haben, gerne mit Happy End und ja, Kinder bekommen. Nach 9 Monaten. Mehr nicht. Scheiße! Ja, das war klare Aussage. Er hat damit wohl Problem. Na gut, kannst du behalten. Ich gehe. Tschüss. Lalalala. Werde ich halt Let's Player. Stand ja auch dran. Was ich vor allem noch mehr liebe, hier hat sich dieser schwarze Smog wieder verbreitet. Ach komm schon. Ach, scheiß der Hundruf. Ich weiß, wie es endet. Lecker. Müse. Ernsthaft. Au, Feuer. Hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Ja. Ernsthaft? Was hat mich jetzt das Ding jetzt gekostet? Diese. Och, komm schon, hier. Magnum und schon geht's mir besser. Danke. Alter, Scheißfalle. Vergiss es. Ich falle zweimal auf denselben Trick rein. Moment, wenn der Sprengstoff am Arsch befestigt wurde, kann man sagen, der hat ein halbes Gesäß. Okay, ich bin zweimal auf denselben Trick reingefallen. Komm her.
Ach komm, wird jetzt eh gleich nur Rätsel raten. Und daher brauche ich den Scheiß nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Haben wir noch sonst noch irgendwas? Unimünze oder sonst irgendwelchen Scheiß? Nö. Okay, weiter geht's. Ah, jetzt wird's lächerlich. Nö. So, wir gehen unten durch. So nicht, Fräuleins. So nicht. Ich fall nicht ein drittes Mal rein. Blind. Ich muss sagen, das war, also, Resident... Ernsthaft. Also, das Resident Evil 7 habe ich von Tamara geschenkt bekommen, für unser Halloween-Special. Und, ey, willst du mich jetzt hier dumm ficken? Ach, komm schon. Ich dachte mir, ich spiele das dann einfach mal. Oder ich jage mich selbst in die Luft und gehe danach ins Bett. Gute Nacht. Ja, ich heile mich jetzt mal noch nicht hoch. Just because. Eventuell brauche ich den Kram. Oh, Brennkraftstoff. Was wollt ihr mir sagen? Nö, hier ist nichts. Ach! Komm schon! Alles gut. Ich sag mal so, ich musste mich ja selbst auch ein bisschen vorbereiten, von daher weiß ich zwei, drei Sachen. Aber ich habe mir halt die Plot-Twists noch nicht angeguckt. Och, komm schon, Spiel, please. So, fertig. Game over. Patsch. Nee, das muss dann so aussehen. Stopp, stopp, das mache ich einmal. Game over. Könnte man machen. Moment, hab die Kamera verstellt. Zack. Wobei, es wäre eigentlich lustig. So ehrlich muss man sein, es wäre an sich lustig, wenn ich wirklich, so dieses... Na, haben wir auf. Jetzt gucke ich erstmal, dass ich ein bisschen Zeug rüberpacke. Bird, about the bird, about the bird, bird, bird. Oh Mann. Mal hab ich eigentlich. Doch, hab ich. Mal Gum-Gum-Pulver rüberpacken? Ja, mal. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Oh. Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Vielleicht 0815? Autsch. Ich würde sagen, ich hänge jetzt hier einfach die 2 Stunden ab. Ich bin jetzt traurig. Ich habe einen kleinen Durchhänger. Okay.
Vertrauen Sie ihm also nicht. Ach ja, das habe ich gerade auch gemerkt. Vertrauen Sie ihm nicht. Danke, Spiel. Danke. Dann bist du wieder hingegangen. Gott. Spielt gerne Spielchen. Ich weiß, wozu mich das Spiel treiben möchte, dass ich eigentlich, mal sehen, ob ich es schaffe, den hier mache. Zack. Ernsthaft? Jetzt nehme ich es persönlich. Boah. Spiel, please. Da das zweite blöde Teil. Also. Um. Du hast ein wirklich gutes Auge. Ach, da ist die zweite. Scheiß Sprengladung. Ach, dann gewinnst. Oh, Fräulein. Die Frage, was für ein Code haben wir hier? Ich muss ehrlich sagen, ja, was jetzt hier das angeht, ich weiß gar nicht mal, ob ich danach noch mal sogar noch ein weiteres Spiel spiele. Ich meine, an sich habe ich Spaß dran, auch wenn es mich ziemlich zerschießen wird. So, Tag. Tag. Komm schon, ich weiß, dass du da bist. Scheiß Passwörter, was? Jupp. Probier doch mal 0814. Nee. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Ich probiere nichts. Und Moment. 0621. Und dieses Mal vergiss es nochmal nicht. Hehehe. Guck mal. Bremf. Tja, scheiße war's, Vollidiot. Ich muss das Passwort herausfinden. Ja, das sehe ich auch so. Frage. Frage ist dabei, wo ist das Passwort? Hm, kicken wir mal. Moment, könnte es sein, dass es... Nö, geht nicht. Schade. Nun gut, heute haben wir also eine eher rätselhaltigere Episode. Das ist auch mal nicht so schlecht. Stimmt uns ja schon mal ein für morgen. Denn morgen gibt es ja den letzten Teil von Indiana Jones. LT noch was. Also es war eher so eine Markenjacke oder irgendwie von so einer Institution. Also nichts irgendwie was für uns von Relevanz. Muss eher gucken, dass ich nicht gleich wieder alles auslöse, was bei 3 auf den Bäumen ist. Weil ansonsten ist das Spiel schneller vorbei. Als was es uns... Du kennst die Rätselslösung, hä? Bei Moment. Naja. Vielleicht brauche ich auch einfach nur den Da Vinci-Code. Gucken wir mal den Raum hier. Alles gut.
Hier probieren wir es einfach wirklich mal so aus. Das Problem ist, wenn ich jetzt zu unvorsichtig werde. Nun gut. Eiskaltes Händchen. Bürger. Männer, Frauen, Römer. Leiht mir euer Ohr. Oder im Zweifelsfall auch mal euer Händchen. Hab keinen Bock, den Scheiß wieder in die Luft zu jagen. Nee, hier sogar nicht. Ach so, doch, stimmt, wir hatten Rätsel. Das war aber in der Holly, dieses Happy Birthday-Dingsterbums gewesen. Und genau das machen wir jetzt nämlich gerade. Wir gehen quasi, wenn man es so nehmen möchte, eiskalt in unser Verderben. Auch wenn ich gerade eher nicht weiß, wie mein Verderben reinrennen könnte. Merkwürdig. Sekunde, hier ist Funzel. Was ist hier? Löscht. Hier? Ich hab ein Tape, ja. Dieses Happy Birthday Tape. Moment. Das ist dieses hier. Endsekunde zeige ich euch. Das ist. Falscher. Das hier ist das Tape. Happy Birthday. Dem hier steht wirklich nur Happy Birthday drauf. Und leider keine Zahlenreihenfolge. Ja, ich vermute mal, das Ding wird hier irgendwo in diesem Raum. Oder wir nehmen diese Tür, die irgendwie plötzlich aufgetaucht ist. Ach Gott, ich spinne heute wieder mal. Ich überlege gerade, ist. War da nicht einfach hier schon wieder? Ah, noch. Muni! Achchen. Warum wundert's mich nicht? Ah, da war das richtig. Und was ist drin? Ein Hauch von Nischt. So, jetzt nehme ich mal kurz das Knusperpulverchen hier und mir ein wenig Muni dazu, weil irgendwie habe ich gerade das Gefühl, so wird das. So, das hier verknusper ich mal eben schnell. Nom, 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 nom. Als nächstes machen wir ein wenig Muni. Und erfreuen uns daran, dass wir diesen netten Vollidioten mit unserer teuren Munition verballert haben. Toll! Dann gehen wir mal weiter. Na komm, ich muss doch noch knacken.
Ach nö! Geh weg, du! Wo kam denn der denn her? Ach komm, spiel, please! Spiel, sie sind doof. Ah, ich nehme ja schon die Flinte. Ich nehme ja schon die Winchester. Ich hab verstanden. So, was war jetzt die Kiste, die ich nicht kaputt machen darf? Danke. Danke, danke, danke. Gut, dann lasse ich die diesmal ganz. Okay, hier ist nichts drin. Ich rüste jetzt die Flinte aus. Und bin diesmal etwas vorsichtiger. Achso, kleiner Tipp noch. Für, ich glaube, Ramwald, du bist ja jetzt einer der einzigsten, die neu sind. Oder allgemein, ihr seid ja jetzt noch neu. Ausrufezeichen Vogelpanik dürft ihr immer dann eingeben, wenn ich... ja, mir vor Angst in die... ins Gefieder. Ach. Dann dürft ihr quasi euch drüber lustig machen, indem ihr halt diesen Befehl in den Chat reinhämmert. So. Muni. So, das Kraut verspachteln wir mal eben. Diesmal brate ich nicht wieder einfach Munition. Ja, unsere teure. Mach das mal so. Warte. Nein, das war's falscher. Das war auch falsch! Hat denn dieser blöde... Moment. Ah, okay. So war der. Gut zu wissen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich mich einfach nochmal töten lasse, kurz. Da. Ei, gehst du! Weg! Ich hasse die Biester! Vor allen Dingen, kann er nicht einfach mal hier explodieren? Boah. Dreh mich um und da ist nichts. Ich drehe mich nochmal um. Ja, komm her. Ich kuschle mit dir. Oh Gott. Nein, ich. Nein, ich. Nein, 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 nein. Moment. So. Let's burn, baby, burn, 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 burn. Ach komm. Hier. Let's knusper. Ich sagte, let's. Oh Gott, geh du. Hier, lecker Knusperflocken. Alter, wie viel hält denn dieser Volltrottel aus? Alter. Boah, Hilfe. Scheiße. Ja, yeah, they don't like burn. Brennstoff, Flintenmuni. Überlege halt gerade, wie ich mache. Ich mache jetzt mal ohne Speicher. Hab wieder alle Muni verbraucht.
bin so doof. Ich mach das jetzt nochmal richtig. Weil das Problem ist... Oh, danke. Also, hier rein. Pass auf. Danke. Das machen wir jetzt mal richtig. Zack. Da. Bang. Das verschnorpse ich. Daraus. Mache ich den. Daraus mache ich das. Ja, doch, so machen wir es. So. 8 mal 5. Nein, 10 mal 10 ist besser. Zack. So. Bei den Viechern brauche ich Flint Hammerhead. Habe ich jetzt so rausgefunden. Zack. Brennstoffmunition, okay. Eigentlich war was anderes drin, aber okay, ich hab's verstanden. Klar, weil die blöde Muni liegt nämlich da hinten. Wer aufgepasst hat, ist cleverer. Da. Gucken wir mal, habe ich hier noch was vergessen? Nö. Machen wir das Ganze jetzt nämlich wie folgt. Den da hinten ignoriere ich jetzt. Euch lasse ich auch mal, so wie ihr seid, links liegen. Ich nehme mich mit. Schau mir den Spuk gleich an, wenn ich in dieser Hütte drinne bin. Ah. Hashtag Muni, Hashtag meins. Ah, Ruhe im Schacht. Dann kann ich jetzt nämlich wenigstens das Ganze speichern. Ich habe wieder ein bisschen scheiß Munition. Weil in solchen Horrorspielen habe ich jetzt mittlerweile eins für mich begriffen. Zeug zu haben ist zwar gut und schön, aber es zu behalten ist noch besser. So, Olli Dietrich haben wir zwei Stück. Aber im Doppelpack. Okay. Sind hier in der Scheune. Schon mal nicht schlecht zu wissen. Bissige Chemikalie. Das. So. Ich könnte es als Brennstoff machen, aber da hilft mir gerade so gar nicht. Mach ich Pistolenmuni raus. So haben wir für den Fall aller Fälle noch ein bisschen Verteidigungsmöglichkeit. Haben wir hier. Ah, geflüssige Chemikalie. Perfekt. Der mache ich folgendes. Ich könnte zwar verbesserte Pistolenmuni machen, aber wird für meinen Notnagel nehmen. Jawohl. So. Und diesmal bereiten wir uns halt wirklich richtig vor. Nicht, dass wir gleich... Ich würde sagen, zu groß, aber wir sind jetzt im dritten Abschnitt. Kann ich vielleicht nochmal auf der Karte euch zeigen? Ich mache jetzt noch einmal kurz den Speichereinheit. So. Und dann haben wir... Das hier ist das Versuchsgelände, wo wir jetzt sind. Daneben haben wir hier das Haupthaus. Und dann haben wir hier Althaus. Das ist quasi der zweite Bereich. Das hier ist der erste Bereich. Und ja, hier sind wir jetzt. Das Ding ist schon riesig, das muss man echt sagen.
auch wenn es mittlerweile echt scheiße nervt. Die blöden Kriecher. Da war mir noch der Vaterleber. Cholerischer alte Saftsack. Problem ist halt gerade nur, ich weiß nicht, ob ich einfach hier runterstürzen soll. Auch wenn das Spiel das mir eigentlich vorgibt. Ach, egal. So. Eine Batterie. Für was auch immer die gut ist, aber wir haben eine Batterie. Flint Hammerhead haben wir auch ein bisschen aufgebrezelt. Lecker Knolle, das ist auch schöner. Gott, der war wieder. Und einmal McNomb. Da. Ja, von und zu war witzig, das freut mich ein Keks. Okay, dann könnten wir jetzt eigentlich... ...den Boden der Tatsachen begehen. Ach komm, Spiel! Oh. Die Arsch! Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Oh oh. Du mich auch! Wir haben Regeln. Oh. Ja, das sehe ich. Autsch. Verdammt, das muss wehtun. Moment, dafür geht du. Ach komm schon, Spiel, please. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich würde sagen, außer scheiß Viech. Komm her. Jawohl. Fetzak ist tot, Fetzak ist tot. Ah, er war sowieso nie mein Favorit. Freut mich, Ethan. Oder Jacob. Oder wer auch immer du gerade bist. Egal. Mach das nie wieder. Jusse ist ein very großes Arsch. Ja, so könnte man es beschreiben. Ich hoffe nur eins. Dieses Arsch mit zwei Ohren lässt mich jetzt endlich in Ruhe. So, warte mal. So, was hat der Jigsaw vom Dienst uns jetzt noch bereitgelegt? Nichts. Doch, noch eine Tür.
Na ja, gut, zumindest mal nicht der Oma. Schon mal, es ist ein Anfang. Chemikalie. Oh Mann. Oh, komm mehr Zeug. Das stimmt doch wenigstens nicht. So, 25. Was hast du denn da stehen? 14.08. Du bist als nächstes. Ah, Münzchen. Stimmt, die habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ah, ich vermute mal, ich werde wieder mal 12 Dutzend von den Dingern verpasst haben. Aber das soll nicht unser Problem sein. Dafür haben wir noch ein paar lecker Pillen. Da freut sich doch der Apotheker vom Dien. So, haben wir hier noch irgendwas für uns? Nein. Die sieht gut aus. Naja gut. Dafür, dass wir halb tot sind. Und keine Ahnung, was uns alles an Körperteilen fehlt. Sind wir, sagen wir, recht gut bei Leib. Oh. Ob's hackt. Hier bei dem Bereich, wo ich schon war, oder? Doch. Okay, dann will ich doch in diesen einen Raum da. Ich wollte gerade sagen, Moment mal. Aber da war es schon mit mir passiert. Dieses Arschloch. Ah. Münze? Okay, Moment. Abum. Abhäng. Noch irgendwas. Was war das denn? Hä? Denn der hätte noch eine Bärenfalle ausgelegt. Oh! Perfekt! Da hat sich sogar gelohnt reinzukommen. Und pfeifen wir uns mal noch ein. Halleluja! Ha, spielt sogar freundlich zu uns. Perfekt. Gut, das hat sich sogar echt gelohnt. Und wie man so schön sagt, das war sehr, sehr gut. Sekunde mal kurz. Er steht hier wirklich ruhig. Und vor allem Kräuterchen. Lecker. Komm und wenigstens wieder heilen. Ansonsten? Ja, es ist... Ich muss, wie gesagt, ich bin normalerweise kein Survival-Horror-Gamer. Ich find's aber lustig. Die Idee, weil ich muss sagen, ich. Oh nö, ich habe keine Umwelt mehr, genau. Ich sehe das ja immer bei Kronk, wenn der da so gespielt hat. Und ich bin. Ach komm schon! Geh. Auf. Lo.
Dann mal kurz mal speich. Zack. Ja, ich muss sagen, was das Allgemeine angeht, ich finde die Idee mit den Survival-Horror sogar recht interessant. Vor allem, wenn ich dann sowas habe hier und mir dann wirklich denke, ach nee, muss ich da jetzt wirklich durch? Wie gesagt, ich finde die Idee an sich wirklich super. Auch in Machart, Umsetzungsmöglichkeiten etc. pp. Ich bin halt nur jemand, wenn es halt mal wirklich so auf diesen Grusel ankommt, dann kann es halt mal bei mir wirklich einfach passieren, dass ich wie so eine Art kleine Quitt-Situation mache und genau, diesen passiert dann. Quasi erst schieße und dann nachdenke. Und dann halt meistens komme ich auf die Idee, war jetzt nicht ganz so clever von mir. Und das ist etwa 75% des Spiels. Aber man lernt ja dazu. Und das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Klar. Also, Senpai weiß, ich bin ja eh einer von denjenigen, die sagen, wenn du ein Spiel hast, was du mir empfehlen möchtest, hau raus. Ich meine, jetzt Resi, das war ja auch, wie gesagt, die Idee von Tamara zum Halloween-Special und ich habe dann gesagt, ja, mach ich. Also ich persönlich finde sowas auch immer recht schön, weil man kommt dann doch immer wieder da auf neue Sachen und erweitert quasi auch seinen Horizont, wenn andere mal Ideen reinbringen und dann man wirklich sagt, oh, ist ja cool. Ach, Moment. 14.06 war das, glaube ich. Hündchen. Okay, 14.08. Türe auf oder es kracht. Aber das Ding bleibt, wo es ist. Im Raum hier eine Strinne ist. Eins, zwei Münizhühnchen hätte ich mir dann schon gewünscht. Na gut. 14.0. Genau. 8, Türe auf oder es kracht. Danke, Dön. Test deiner Fähigkeiten, also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Scheiße. Ja, ja. Jetzt kommen wir nämlich genau an den Moment, wo wir das letzte Mal dranhingen. Quasi die Happy Birthday Geschichte. Mach auf die Hütte. Genau. Das war. Ja. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Wir kennen das Spielchen ja. Deswegen nehmen direkt die Kerze. Erfreuen uns an dem, was hier ist. Und ja. Mach mal nass. Genau. Und wir sehen. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, um die Uhrzeit sollten keine Kinder mehr wach sein. Daher. Leck mich am Arsch! Leck mich im Arsch! Die Shift, dreckige sie. Oh, machen wir mal an. Das nenne ich mal Feuersche.
heißes Eisen. Da, her mit dem Kack. Zack. So, das Spielchen kennen wir ja noch vom letzten Mal. Jetzt fluten wir wieder das Klo. Einmal bitte Schüssel sprengen. Danke. Ich glaube, das können wir machen. Genau. Da. Der will uns wieder Loser drauf schreiben, schätze ich mal. Ja. Yam, 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 yam. Und da hätten wir das verschmitzte Fernrohr wieder. Und einmal, genau, das machen wir wieder neu. Und jetzt nehmen wir einmal das dreckige Rohr. Ich dachte, wir nehmen das Rohr. Hui! Und die Kerze ist aus. Wie gesagt, also ich habe sowas eigentlich recht gern, will ich jetzt nicht sagen, aber was Neues zu erleben, ist für mich auch schon was Schönes. Daher habe ich damit wirklich überhaupt keine Probleme. So, was haben wir dieses Mal? Dasselbe Spielchen. Hackepeter, Rabe auf Glocke und Fötus. Okay. Machen wir erstmal gebrüder Hackepeter. Moment. Also. Hackepeter. Glockenheller Rabe und ein kleines Baby. Da, auf das Ding. Was hast du ein feines? Stroh rum. Strohpuppe. Entschuldigung. Da. Und durch geht's. Beim letzten Mal, wie jetzt auch, wir zünden den Käse. Zack. Zack. Kugel, Kugel. Deswegen, genau, ich. Deswegen auch dieses Video. Es kürzt quasi den gesamten Rätselmechanismus ab. Ich bin ehrlich gesagt unschlüssig, inwiefern mir das Ganze jetzt hier gleich bei dieser Buchstabenwahl helfen wird, aber ja, Luftballons. Diesmal lasse ich euch, wie ihr seid. Und zwar, ich gebe mir einfach von uns aus Happy Loser Day ein. Ich meine, so clever ist er ja wohl nicht, dass er das alles wieder neu programmiert. Deswegen einmal Happy Loser Day. Ja? Haha, damit können wir nämlich jetzt das Ventil nehmen. Und ich zünde mir nämlich dadurch nämlich auch nicht meinen Kopf ab, sondern ich erfreue mich einfach weiter meines Lebens. Und ich glaube mal, unser lieber Freund wird gleich richtig sauer sein. Das kann er nämlich auch gerne, weil ich hau ihm da nämlich einfach eine mit der Rohrzange oder was ich gerade in die Hand bekomme, eine vom Kopf. Ah. Ding. Das mag er nämlich gar nicht. Das merkt man nämlich schon. Man merkt es mich. So, Kerze rein und ich zisch ab. Junge, hau ab! Hau ab! Oh. Und dieses Mal? Scheißkerl! Du solltest doch draufgehen! Wow! Wow! Bro! Pack's Bömmchen rein. Pack's Bömmchen rein. Und jetzt? Tschüsskowski, du Assi! Danke, danke. Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Wortwahl, bitte. Entschuldigung, der wollte uns ja mit Dynamit. Ist er noch wach?
Naja. Er wollte uns immerhin in die Luft jagen. Ich meine, das ist etwas, das möchte ich nicht so gerne mit mir machen lassen. Mein Schatz! Endlich! Dann. Karte des Versuchsgeländes. Zack. Dann haben wir das noch dazu. Und jetzt Zeug her. Ei. Muss ich kurz gucken. Flamme des Inferno. Der Kopf geht rüber. Dann Rupa geht auch mal rüber. Oh. 17 Pistole. Ja. Zack, zack, zack. Ich. Rausfahren. Brennkraftstoff. Muni, Muni. Rotdynamit, guck mal, der guckt dumm. Schau mal, Momo. Ne, die muss ja so sagen. Schau mal, da gibt's was Lustiges zum Bumm. So, hab ich jetzt irgendwas vergessen? Den Temmheit ist drinne, das ist drinne. Hab ich alles. 44er Magnum hab ich ja nicht. Die ist ja noch. Kann ich aber hier. Festigt eine Freundschaft so gut wie eine Dynamitstange. Ja, stimmt. Das könnte ich doch eigentlich diesen Jonathan oder wie auch immer der Typ heißt, mal vorschlagen. Mensch, lass uns einfach auf Dynamit anstoßen. Mia? Mia? Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Vor dem Raum da. Beeil dich. Ruhig Blut, Ethan. Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Und ich mag keine Spaßverderber. Oh. Ja, ich habe auch noch einen Spaß für dich. Oder besser gesagt, zwei. Die eine Granate heißt Ernie und die andere heißt Bert. Okay. Die Bude kugelt ein bisschen vor sich hin. Darfst du gerne machen. Führerschein, den nehmen brauche ich. Okay. Eigentlich alles warm. Ich rüste mich mal ganz kurz aus. Ich überlege jetzt gerade. Ja, ich glaube, Ethan hat jetzt nämlich wirklich die Schnauze voll. Und ich meine, wer kann's verüben? Ah, nochmal lecker Flintmunition. Ah, gucken wir mal. Pistolenmuni. Das heißt, du könntest gleich richtig krachen lassen. Den nächsten dieser bekloppten Sippschaft ausradieren. Oh ja, aber noch ein wenig am Rad drehen. Gut. Nun denn. Wie gesagt, wir kurbeln eine Runde am Rad. Oh. Hoffe jetzt aber ganz ehrlich, jetzt hier nicht wieder irgendeine Überraschung erwartet. Ich meine, auch wenn es Resident Evil ist. Ich warte nochmal schnell.
Ich habe irgendwann auch genug von diesen blöden Spaßüberraschungen. Und jetzt. Dann schnappen wir ihn uns. Was sind eigentlich das für kleine Ampulchen da? Muss da auch irgendwas mit Serum zu tun haben. Serum. Serie Kopf. Die Serie Arm. Was ist doch jetzt eigentlich? Nö, kann ich nicht. Wer hat jetzt Teufel tun und alles mit mir rumschleppen? Kurbelmeister, wir sind los. Ich komme mir. So, Ethan, unser Master Chief, läuft zielstrebig voran. Ja, bis ihm was auffällt. Verdammt! Dann geh mal außen rum. Rotstich. So. Ah, nö. Das ist mal freundlich gestanden. Noch ein bisschen Italien. Oh, okay. Wir merken, es geht definitiv auf einen Bosskampf hin. Und hier werde ich definitiv mich ein bisschen heilungstechnisch versorgen. Weil ich kann mir vorstellen, dass unser Jonathan Freight oder wie auch immer er heißen mag, der ja hier vorne in dem Bootshaus auf uns lauert. Alte Falte. Na, Flintenmutti? Heieiei. Oh Gott! War irgendwie klar, dass... Alter, ich wollte doch speichern gehen. Ja, ich husche einfach an der Seite vorbei. Ich husche an der Seite vorbei. Leckt mich, ich will speichern. Ah, so klar, dass die Spielverderber auch noch an im Gesamtpaket mit drin sind. Ich hab aber doch gesagt, ich will es nicht. Ja, ich habe gerade gemeint, ja, unser Jonathan Frake-Verschnitt. So, Kollegen. Mal schauen, wo lümmeln sie? Wo lümmelt ihr? Ich weiß, ihr seid im Morast. Kommt raus mit euch. Ich habe keine Angst vor euch. Ich renne einfach schnell an euch vorbei. Ich glaube, ich habe sie verschreckt. Oder? Ja. Scheint. Toll. Ich hab die Kurbel vergessen. Ja, da sind sie nämlich schon. Du mich auch. Hat gar nicht weh getut. Moment, machen wir ganz einfach. Für was habe ich einen Speicherstand?
Warum durchschlagen? Wenn ich doch so einfach da sein kann. Zack. Rädchen eingepackt und ab dafür. So. Türchen auf. Nochmal Türchen auf. Hier habe ich alles drin. Musik, du kannst mich mal. Und jetzt schuss das Rappen durchgerannt. Ganz einfach. Wobei ich mir dabei sowas echt mal vorstellen möchte, wenn sowas wirklich im realen Leben vonstatten geht, so eine Mutation mit allen Dims und Blams, also hier auch so mit irgendwelchen Morastmonstern und allen. Boah, das muss. Wie würdet ihr darauf reagieren? Ich meine, das muss doch eigentlich total creepy sein. Natürlich, Backtracking. Da. Ruhig. Na, war klar. War so klar, dass noch einer kommt. Ach komm schon, hau ab, du scheiß Vieh. Komm schon. Ja, so wie zum Thema. Ach, guck mal, ich kann Muni sparen. ich bin aber auch so. Bad. Ich glaube, er weiß, worauf es ankommt. Okay, das ist ein Träumchen. Laden. Den lade ich nochmal durch. Glaube ich, werden wir... Oh. Nanü? Ja. Hab nicht genug für Chaispul. Okay, packe ich erstmal weg. Ich blick gerade kurz, was ich draus mache. Hier verbesserte Pistolenmuni aus. Einfach weil ich glaube, der Typ wird gleich echt arschig. Ich meine, es ist ja nicht umsonst gerade so viel Kram herum gelegen. Da will ich echt auf Vorsicht. Dann hau ich jetzt mal einen Also, ich glaube gleich. Erwartet uns von Jonathan Mabuse irgendein Arschloch-Move, der uns richtig böse annimmt. Okay. Na dann, auf geht's. Besuchen wir ihn mal. Hi, Kollege. Mir,
Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Oh. Also brauche ich die jetzt doch schon. Materialien fürs Serum. Also stehen wir jetzt entweder vor einem einfachen Abschluss oder einem Showdown. Aber da ich glaube, dass einfach nur so zack und ich lass dich mal gehen, wäre zu einfach. Wir müssen gleich diesen Psycho definitiv ins Reich der Träume schicken. Und von mir auch gerne ins Reich der Albträume. Beeil dich. Gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Ah. Daddy kommt nicht. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Was ist dein Boot? Damit fahren wir durch den Sumpf. Warum hast du sie jetzt schon gerettet? Hey, eins davon ist meins. Was zur Hölle? Zoe, flipp deinen Arsch zurück ins Haus. Auf dich kümmere ich mich später. Was zur Hölle ist das denn? Es ist schlimm genug, dass du meine Tochter wegnimmst. Okay, was da der Schwachpunkt ist, das ist ja wohl eindeutig. Das nervt langsam, Jack. Ah! So, Kollegen, komm mal her. Komm mal hoch. Betten doch. Okay, das war eher so ein Griff in die Tonne gerade eben. Ja. Komm her, Kollege. Hat echt Putz. Au! Spielzeug! Mag sein, das ist schon klein wie ein Spielzeug. Dafür kämpfst du wie ein Bauer! Sag ich doch. Aber niemals hört jemand auf mich. Du kämpfst wie ein Bauer! Wo ist jetzt das nächste Auge? Oh, fuck. Achchen! Oh, jetzt sollte ich... 3... Ich geb dir gleich mal halt still. Ja, Freundchen. Ich glaube, ich kämpfe jetzt hier unten. Da, da. Hä? Du bist jetzt Teil der Familie. Ach, da. Ja. Oh, Freunde. Ach nö, komm schon. Und Abflug! Betten doch? Sekunde, wo bist du? Feuer!
Ich würde sagen, ich hab'n. Ich frag auch noch. Nein, danke, nicht bei den Schokopreisen. Nicht bei den Schokopreisen. Aha! Na, Kollege? Möchtest du uns was sagen? Jetzt habe ich alles gesehen. Nein? Tschüsskowski! Ethan, hier lang. Ach komm schon, ernsthaft. Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Das fühlt sich ja total. Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ja. Warum kann ich nicht einfach erschießen? Es geht doch am einfachsten. Boah. Am einfachsten gewesen. Einfach knall, bumm und weg ist er. Na gut, sind wir mal wieder. Malteserorden. Elfen, den Armen und schwachen Monstern. Denkt ihr kurz, keiner hat die Kinder. Denkt doch mal einer an die Kinder. Toll. Und ich kann nicht mal die Muni da hinten holen. Verdammt. Verdammt. Okay, ich hab verstanden. Hab verstehe. Ach du Scheiße. Der Moment. Leute, alle, die jetzt noch da sind, Zoe oder Mia, ich möchte Namen im Chat sehen. Wen darf ich retten? Oder wen soll ich retten? Bedenkt, ich kann wirklich nur einen retten. Daher ist es jetzt an euch, was ich aus der Spieleserie noch mache. Zoe oder Mia? Zoe ist ein Mädchen, welches uns zwar auf dem Weg des Serums geleitet hat, aber... wie sie eigentlich kennt. Mia wiederum wollte uns mindestens zweimal schon über den Jordan schicken, aber es ist immer noch die Flamme unseres Lebens. Deswegen habt ihr jetzt die einmalige Chance. Dieses Angebot gibt es kein zweites Mal und gibt es auch nicht im deutschen Fernsehen und auch nicht im Einzelhandel. Wer wird heute dein Herzblatt sein? Zoe oder Mia? Okay, ich sehe schon, wir retten Zoe. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Doch. Was zur Hölle machen wir jetzt? Gut, dadurch, dass wir zweimal schon Zoe haben. Jetzt nur im Sonderangebot. Leider ohne zwei zum Preis von einem. Ganz einfach. Zoe, da. Nein. Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh. Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden. Ja. Geh. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Ja. Dring, dring!
Ich schicke Hilfe. Ja. Wenn es dafür nicht zu spät. Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Mir nützt in ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. So hat es angefangen. Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Ja, verbergen kann man es jetzt nennen, aber... Dort. Steckt ein wenig mehr dahinter. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Ich wollte gerade sagen, geht doch... Das war sie! Evelyn will nicht, dass wir gehen! Nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe! Evie! Ich bin dran! Zoe! Zoe! Tja, damit würde ich sagen, jetzt bist du auch nur wieder allein. Ich war brav. Nein, war sie nicht. Naja, gibt ein kleines Problem an der Nummer. Okay. Muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen wegen dem Rucksack. Den kann ich jetzt hier leicht verpassen. Darf ich jetzt nicht verpassen? Habe ich ein Problem. Frage ist, blöde Teil. Okay, hier zumindest schon mal nicht. Ach, guck, eine Sch... Ethan? Ethan! Ah! Ah! Ethan! Ethan! War das wirklich Ethan? Ja? Nein? Es war auf jeden Fall sauer gerade. Irgendwas. Und wie wir sehen können, das Ding ist nicht nur ein Wrack, das ist ein reiner Schrotthaufen. Genug passiert. Außer eine ziemlich verfunzte Chippenklist. Nennen wir es mal so. Man weiß es nicht. Okay, hier kommen wir schon mal nicht weit. Sagen wir, huschen hier lang. Und auch hier sehen wir diese graue Masse von sonst was. Ist vor
Was war das? Ja, ich muss sagen, jetzt so langsam sind die Schreckensmomente echt passé, weil es ist so ein wenig absehbar, wann ein Jumpscare kommt und wann's. Ja. Da muss ich sagen, geht's jetzt mittlerweile. Jo, sprach er und schlotterte danach wieder wie so ein Zaunfink. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht's eigentlich. Moment kurz. Ich muss mich jetzt ein wenig mal so hinsetzen, weil ich merke gerade meinen Nacken extrem schmerzen. So. Na hollapa. Okay, hier ist sauber. Weil das hier aussieht, als wenn das eher so ein riesiger Menschenbaum wäre. Idigit. Da probe ich das Rätsel zu lösen. So. Ups. Wir sehen, hier ist auch alles zu. Das heißt effektiv, wir haben gerade wirklich keine andere Wahl, außer runterzugehen. Ach Gott, nee, danke, lass mal. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal das Ganze auf hart durchspielen würde, weil... Oh, meine Nerven. Wie gesagt, es ist ein sehr schönes Spiel, es macht auch sehr, sehr viel Fades. Aber ich weiß nicht, ob es meine Nerven mitmachen würden. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist mal die Veränderungen dann zu zeigen, weil es gibt ein Aftergame. Das werde ich auf jeden Fall zeigen. Vielleicht werde ich sogar versuchen, einen gewissen Punkt mit Geschwindigkeit zu machen. Da gibt es nämlich eine Challenge da drin. Da bin ich am Überlegen, ob ich das eventuell machen würde. Kann ich aber noch nicht 100% versprechen. Rechnen. Wie gesagt, mein derzeitiger Punkt ist... Ich würde gern wissen, wo der bekloppte Rucksack ist. Captain Ed Charlie, Chefingenieur Paul Fitzgerald, Erster Offizier Giovanni Finetti? Nö. Oh. Ich würde sagen, der ist hinüber. Ist nicht mein Kind. Och, das wird die kleine Avor ärgern. Oder traurig machen.
Ich würde sagen, er ist doch da. Man merkt schon. Was? Stimmung, Atmosphäre? Ich brauche Loot! Wobei ich mir das auch ehrlich gesagt schwer vorstellen würde, wenn mich irgendwie auf so einen scheiß Kahn landen würde. Wo ich mir denke, oh, das sieht alles so schön aus. Und wie sich das alles rumsprengelt. Ich würde einfach nur denken, entweder finde ich gleich was, womit ich überlebe, oder ich muss einfach nur noch raus aus dem Laden. Hütte. Ja. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Außen. Danke, Entchen, für den Host. Aber erschreckt doch so ein armes Hühnchen nicht. Mach mir gleich was in die Hosen. Ah. LNG-Tanker Annabelle. Baut 1987. Tragfähigkeit 71.000 DWT. Länge 289 Meter. Okay. Ist nischt. Weiter. Aber ich finde es schon. Der Text an der Wand? Moment. Ach, guck mal. Erinnerst du dich? Geh weg. Was? Was bist du? Das ist Elisabeth. Welchen Text an der Wand? Hä? Mach mir jetzt nicht irre. Hier ist doch kein Text an der Wand. Hä? Loki, hier ist nix. Ich scheiß mir schon gerade in die Hosen, aber hier ist nichts. Nur ein Bild vom Tanker. Hä? Und nein, diesmal haben wir auch keine japanische Dreckschrift. Einzigster Text, der war hier vorne mit, sie ist nicht mein Kind. Aber ansonsten... Mischt. Nap. Nap. Dann gehen wir mal hoch zu Baby Elisabeth. Und fragen sie mal, was genau für ein Problem sie hat. Und ob man ihr einen guten... Bei dem Raum in der Dusche. Ja, das war nicht, sie ist nicht mein Kind. Da stand dran, she is not my child. Die Kühnchen. Einmal backtracken. Für Fräulein Toki Luat. Extra nur für dich. Jo. Au. Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Ich hab nichts gesagt. Wie gesagt, ich will überleben. Also, sie ist in jedem. Genau. Das Prinzip, sie ist in mir, sie ist in jedem, habt ihr quasi jetzt schon gesehen. Sie kann quasi diese... Will man es eigentlich nennen? Schwarze Pest? Quasi auf jeden übertragen, der, ich sag mal, irgendwie es geschafft hat, sie zu verärgern. Und sie macht das nicht nur gerne, sondern auch mit Freude und Absicht. Das bedeutet... Naja. War da was? Stimmt, mit Leidenschaft macht es auch. Sie hat
Spaß an ihrer Arbeit, an ihrer Tätigkeit, an ihrer Berufung, an wie auch immer man es bezeichnen möchte. Die hat Spaß dran. Und das macht Angst. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Warte! Okay, Memo an mich. Mein Stiefjunge wird mit Liebe und Freundlichkeit aufgezogen. Oh. Boah, voll. Irgendwas an Zeug, wie ich mich verteidigen kann? Oh, voll. In Graut. Ja, und wir machen jetzt die Kiste kaputt? Ach, lass mich mal raten. Nicht. Hab verstanden. Willst mir sagen, ich bin tot? Ja, dann. Da! Tschüss! Ach komm! Ah, ist noch mehr! Kann jetzt hier rein, bitte? Danke. Ich brauch Zeug. Liebe Janet, ich habe gerade keine Zeit zu lesen. Ich glaube, gerade bin ich ein wenig in Stress. Für uns ist es schon zu spät. Ja, ist schön. Habe ich bekommen? Ach komm, geh weg. Ja. Toll. Oh, ich kann hier speichern. So. Ah. Eine süße kleine Frauenpistole. Ich hab gerade ein bisschen Schiss. Aber weißt du, was das Schönste ist, Toki? Ach komm, eine Runde machen wir noch. Das Schöne ist, wir kommen vor allen Dingen sehr, sehr weit mit 2 Schuss. Ernsthaft? Ach, ich bin weg. Au. Das war gar nicht nett. So, was haben wir jetzt? Weil das Blöde ist, es ist halt so arschig. Ui. Wow. Dunkel hier. So, kurz mal schnell lesen. Ja, war jetzt auch was Neues. Passagierampfer kommt fast nie vor. Gut, Mädchen zu reden, aber ihr Dad finsteren Blick zugeworfen. Bootsfahren auf den Amazonas. Ha, toll, ein Traum. Ja, Rettungsweste. Was willst du uns damit sagen, Spiel? Hm.
Okay, ich glaube, das bedeutet so viel wie, da drin gibt es den heißen Scheiß. Oh Mann. Boom. Erste Hilfezeug. Okay. Geht doch weg. Ach komm schon. Hui, 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 hui. Ich wollte doch so schön auf den Kopf zielen. Oh, Platz. Auf die. Ja, Plötze ist geplötzt. Geplatzt. Toll, und ich hab keine Munition mehr. I don't have enough money. E.T. Weil ich glaube, ich habe eigentlich das, was ich brauche, oder? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ach Moment, hat die nicht vorhin die Tür dahin? Zugeböllert? Genau. Aha. Ich bin so klug. Übrigens, so sieht das Schiffswrack jetzt insgesamt aus. Aber jetzt würde ich sagen, ich denke mal, wir sind jetzt hier an einem guten Punkt, um zu sagen, das war's für heute. Ja, Resident Evil 7. So langsam aber sicher neigen wir uns dem Ende. Und ich kann nur so viel verraten, wir haben nicht mehr viel davon. Also ich schätze mal ein, maximal zwei Streams noch und dann ist es auch schon vorbei mit der Schauderei. Aber nicht verzagen, denn morgen geht's euch wieder an den Kragen. Oder besser gesagt, mir. Denn dann gibt's lustige Rätselei mit Indiana Jones. Das wird die letzte Folge sein. Und die Pause danach wird relativ klein, denn danach gibt es ein neues Spiel. Aber ich verrate nicht zu viel, auf was es, aber was es ist, das kann ich sagen. Es macht viel Spaß. Und es wird krass. Ja. Was morgen kommt, gar nicht so viel, könnte ich vielleicht sogar schon verraten. Die Älteren unter euch werden es kennen. Aber auch nicht. Weil wir werden es ein wenig ummodeln. So viel kann ich schon mal verraten. Aber ich denke mal, es tut dem Ganzen trotzdem keinen Abbruch. Weil es wird auf jeden Fall wieder unterhaltsam werden. Ich werde definitiv wieder da sitzen mit einem oder was wollt ihr? Oder im Zweifelsfall ein bisschen Stuhl-TV mit einem kleinen Schreianfall in meiner Küche. Ja. Ansonsten, für heute bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. So lange vor allem durchgehalten habt, weil wir haben es 1 Uhr morgens am 16.11. Man kann also sagen, ich streame zweimal heute. Ja. Und bis dahin würde ich sagen, ich habe natürlich nichts vorbereitet. Toll. Bin wieder mal vorbereitet. Nicht wie immer. Acker-Crew. Was erwartet man also außer Stuss bei uns? Und das machen wir gerne. Ja, wie gesagt. Alles Weitere gibt es ab 18 Uhr heute Abend wieder. Und jetzt würde ich sagen, wir beenden das Trauerspiel des Ganzen mit dem allseits bekannten Vogel out.